Gut. Mein Titel ist ja Digitalisierung heute, die Zukunft kognitiver Prozesse liegt in Ihrer Hand. Es ist Kognition, künstliche Intelligenz natürlich ein heißes Thema, deswegen lassen wir Sie da natürlich nicht alleine. Denn wir erleben, dass die Unternehmen, wenn sie sich so langsam dann doch der Digitalisierung von Prozessen nähern, dass das für viele ein weiter Weg ist und den Weg, den begleiten wir. Das heißt also, wir als IT-Dienstleister digitalisieren Geschäfts- und Abstimmungsprozesse und das hört sich jetzt vielleicht zu plakativ an, aber wir sehen wirklich, dass wir damit die Zukunft unserer Unternehmen sichern. Digitalisierung von Prozessen als Frage stellt sich eigentlich nicht mehr. Ja? Ich weiß nicht, wer heute Morgen den Vortrag gehört hat vom Vorsitzenden des BIPNI. Da ist Digitalisierung eigentlich ein Muss. Also ja, die Frage ist das Wie und wo fangen wir am besten an? Ich habe diesen roten Faden mal so aufgezeigt. Wir fangen an mit der klassischen Geschäftsprozessmanagement-Lösung, also Business Process Management. Wir gehen weiter über die Regeln und gehen dann in die Königsdisziplin, die Integration kognitiver Services. Ob Sie das jetzt vor Ort machen, in der Hybridumgebung oder in der Cloud, spielt da eigentlich erstmal gar keine Rolle. Ja? Und wie das dann so in der Praxis geht, das ist so der rote Faden, der sich durchzieht. Ich möchte jedes Thema eigentlich immer wieder mit einem Beispiel bringen oder sogar mehrere Beispiele, dass Sie sehen, was wir denn eigentlich für die Kunden machen. Und damit zu uns, wer sind wir? Meine Kolleginnen und Kollegen sind zum größten Teil Senior Consultant oder Consultant. Die sind ähnlich wie ich sehr lange, also man sieht es vielleicht ein bisschen an meiner Haarfarbe, länger schon unterwegs in dem Business. Der Schwerpunkt ist tatsächlich Digitalisierung von Geschäftsprozessen, aber auch die Integration. Sie haben es vielleicht jetzt bei meinem Vorredner auch so gesehen, der Workflow alleine kann nicht existieren. Der wird sehr häufig eine Koexistenz haben müssen mit Dingen, die reinkommen, mit Dingen, die wieder in ein anderes System übergeben werden. Deswegen können wir eigentlich so 100% sagen, jedes Geschäftsprozessmanagement-Projekt hat auch eine Integration in sich. Darüber hinaus haben wir als Schwerpunkt die Kollaboration. Das ist dann mehr so die weiche Zusammenarbeit, mehr in Projekten, mehr die Kommunikation, wo wir auch Installation, Migration etc. durchführen und natürlich verkaufen wir natürlich auch die zugehörigen Lizenzen. Mein Name ist Arthur Habel, ich bin die vertriebliche Speerspitze im Unternehmen. Das heißt, ich mache natürlich die Neukundengewinnung und ich pflege die bestehenden Kunden. Ich werde jetzt in 2 Wochen mich, ja, da habe ich dann so 25 Jahre auf dem Buckel, dass ich mich mit dem Thema Geschäftsprozessmanagement beschäftige. Damals war es noch mehr Dokumentmanagement, aber auch damals hat man schon über Prozesse nachgedacht, denn vor 25 Jahren, auch von Ihnen können Sie vielleicht erinnern, da ging es schon langsam los mit den Mobiltelefonen, da waren es aber noch so richtige schwere Teile. Und das waren so meine ersten Projekte, wo ich mich bewegt habe. Ja, fangen wir an mit klassischem Business Process Management. Und ich will jetzt keinen hier persönlich so anschauen, aber wir erleben bei unseren Unternehmen, wenn wir reinkommen, doch tatsächlich noch papierbasierte Prozesse. Also ich habe vor kurzem in einem Unternehmen einen Prozess für Materialstammänderungen verkauft und dann meinte der CIO zu mir, ja, Herr Habe, der Bestellprozess wird sich aber ein bisschen hinziehen, denn ich muss die Bestellung oder die Anforderungen meiner Chefin jetzt vorlegen. Und ich so, wie machen Sie denn das? Ja, das ist eine Word-Datei, die ich ausgedruckt habe und die ich hier vorlege. Also das kommt immer noch vor, auch in sehr modernen Unternehmen. Die Unternehmen gehen dann einen Schritt weiter und sagen, naja, okay, das mit dem Papier mal kapiert, digitalisieren wir es, machen wir PDF-Dateien draus, vielleicht auch intelligente Word- und Excel-Dateien. Das ist mir ehrlich gesagt immer noch zu wenig. Da habe ich immer noch zu viele Medienbrüche und komme noch in die Gegend, dass ich sage, ich habe weniger Produktivität und eine geringe Durchgängigkeit. Der nächste Schritt ist, dass die Unternehmen hergehen und dann sind sie für uns erstmal für 2 Jahre weg. Dass sie sich beraten lassen, nichts gegen Berater. Das schätzt die Kolleginnen und Kollegen sehr. Aber die Kunden sind erstmal 2 Jahre damit beschäftigt, ein Portfolio aufzubauen über ihre Prozesse. Und dann höchstens geht man dann dazu über, seine Prozesse dahingehend zu digitalisieren, dass sie es in einer bestimmten Notation als Bild male. Und dann hört man auf. Das ist zu wenig für die Digitalisierung. Ich muss noch einen Schritt weiter gehen und sagen, nee, ich muss meine Prozesse auch automatisieren. Nehmen wir den Beschaffungsprozess, das passt jetzt natürlich, dass mein Vorgänger natürlich über Rechnungseingangsprozess gesprochen hat. Da spricht er mir natürlich ein bisschen aus dem Herzen. Es ist also schon so,
dass ich erlebe, dass Einkaufsabteilungen sehr gut organisiert sind in ihrem Einkaufsprozess, auch was ihre Bestellanforderungen angeht, Bestellungen auslösen und so weiter. Aber dann schaut man wieder hin, wie die Beschaffung ausgelöst wird. Und das ist dann wieder eine Mail mit einem Anhang, einer Word, einer PDF oder einer Excel-Datei. Und das kommt sehr häufig vor. Ja. Wir erleben andere Prozesse, wo einfach die Unternehmen dran sind, zu digitalisieren. Da gibt es zum Beispiel tatsächlich den Rechnungseingangsprozess. Da muss ich allerdings sagen, da kenne ich Geschäftsführer, die sagen mir, oh, haben wir schon erledigt, langweilt. Es gibt aber auch noch genug Unternehmen, die da wirklich noch Bedarf dafür haben. Ja, also das ist tatsächlich ein Thema, was noch hochkommt. Andere Prozesse, das erleben Sie, wenn Sie in ein neues Unternehmen hineinkommen. Jeder von uns, weil es ist fast die Visitenkarte eines Unternehmens. Das ist das Onboarding, oder ich sage es mal auf Deutsch, Mitarbeiter kommt, Mitarbeiter verändert sich oder Mitarbeiter geht. Es mag schon sein, dass der Personalstamm relativ schnell und automatisch angelegt wird, aber dann geht es weiter. Dann überlegt man sich, welche Zugänge zu welchen Systemen braucht jemand, was habe ich vielleicht für Regelungen, was den Firmenwagen angeht, oder es gibt eine Privatwagenregelung, welchen Schreibtisch, PC oder Notebook oder ähnliches, wie schaut der Arbeitsplatz aus, etc. Mögen nur Kleinigkeiten sein. Meistens sind es die Visitenkarten, die dann fehlen oder ähnliches mehr. Ja. Also da merkt man schon, dass vielleicht zentral Personalstamm alles erledigt ist, aber die vor- und nachgelagerten Prozesse sieht man dann doch, dass die Abteilungsleiterin oder der Abteilungsleiter wieder eine Mail zugesandt bekommt. Hier hast du eine Checkliste, kreuz doch mal an, was deine neue Mitarbeiterin, dein neuer Mitarbeiter so braucht. Andere Prozesse, die wir digitalisieren, sind zum Teil natürlich auch durch den de facto Standard ITIL abgedeckt, alles was mit so IT-Services zu tun hat. Aber wir erleben halt bei Unternehmen, die ERP, die vielleicht sogar proprietäre ITIL-Systeme haben, die ein CRM oder PLM-System haben, die sind alle recht stark, die sind auch sehr proprietär. Die können nicht so schnell auf das reagieren, was vom Markt reinkommt, was der Gesetzgeber mir von mir verlangt. Also brauche ich doch drumherum ein System, also ich bezeichne Geschäftsprozessmanagement häufig sogar so als das Schmiermittel für ein Unternehmen, damit es einfach runterläuft. Da brauche ich einfach ein flexibleres System. Andere Prozesse, und früher war das mein Liebling, dann habe ich ihn einmal wieder in die Kiste gepackt und gesagt, über den rede ich nie wieder. Das ist der Urlaubsprozess. Den digitalisieren wir öfters, als Sie glauben. Und er ist kritischer bei manchen Unternehmen, als Sie sich vorstellen können. Darüber hinaus machen wir natürlich andere Dinge, wie eben Materialstamm, Rechnungseingangsworkflows, Produktentwicklung etc. Wenn wir einen Schritt weitergehen wollen, dann reden wir mit den Unternehmen darüber, dass sie bitte die Regeln rausnehmen aus der Prozessdefinition. Wer von Ihnen schon mal solche Prozessdiagramme gesehen hat, ne, mit irgendwelche Raupen, wo dann Entscheidungen getroffen werden, ja, nein, ist so die einfachste, wo ich dann nach links, von Ihnen aus gesehen, nach links oder nach rechts gehe, oder wo ich eine Entscheidung treffe, größer 100, größer 1000 und so weiter. Solche Regeln müssen raus. Die müssen raus aus der Prozessdefinition. Solche Regeln stecken in solchen Prozessdefinitionen. Solche Regeln stecken natürlich in Fachanwendungen, die stecken in Organisationsanweisungen, die stecken in dem Beiplatz zu meinem Arbeitsvertrag. Mein Arbeitsvertrag besteht vielleicht aus 5 Seiten, aber die Regeln alleine, wie Reisekostenmanagement läuft, ist vielleicht doppelt so dick. Aber die Regeln stecken vor allem hier. Ich habe vor kurzem erst mit einem Unternehmen gesprochen, der mir gesagt hat, ja, sie wechseln von einem ERP-System zum anderen und in dem Zusammenhang nimmt er jetzt die Prozesse auf, schaut, was sich optimieren lässt, damit sie das besser umsetzen können. Da sage ich, na, ist doch einfach, nimm doch ein ganz anderes System und zieh da die ganzen Prozessinformationen raus. Sagt er, nee, da ist fast nichts drin, das steckt echt in den Köpfen. Ja. Es ist gut, dass sie alle das Fachwissen haben, trotzdem Regelmanagement muss raus aus dem Kopf und muss rein in ein digitales Regelmanagement. Dazu eben das Beispiel mit dem Reisekostenprozess. Wir haben so eine Anwendung, die haben wir hier auch so auf unserem iPhone, das können wir Ihnen auch gerne zeigen. Weil ich irgendwann einmal zu meiner Entwicklungsabteilung gesagt habe, oder zu meinen Kollegen, ich brauche einfach eine App, wo ich sage, starten einer Reise, Ende einer Reise und wo war ich. Am besten noch diktieren mit Siri und so weiter. Klappt hervorragend. Was man aber immer gerne vergisst, ist, man braucht den Schritt davor, den Reiseantrag. Und wenn Sie sich überlegen, was beim Reiseantrag alles gefragt wird, wie viele Leute fahren denn zu dem einen Kunden? Ist es nur einer, sind es 2 oder 3? Ist es nur einer davon mit der Bahn? Sind es 2 oder 3? Bitte nehmt ein Auto. Wenn er ein Auto nimmt, welche Größe darf das Auto haben? Wenn er die Bahn nimmt, darf ich erste oder zweite Klasse fahren? Wenn ich fliegen darf, ist es Economy oder Business Class? Fliege ich über See etc.? Das sind alles Regeln, die Sie in Ihren Organisationsanweisungen vorfinden. Das lässt sich wunderbar in einem digitalen Regelwerk abbilden.
Sie kennen andere Regeln noch, aber das ist zum Beispiel jetzt ein Beispiel, wo wir haben gesagt, das ist ja plakativ, da können wir alle dann entsprechend damit was anfangen. Ich hatte es vorhin gesagt, und dann kommen wir zur Königsdisziplin. Da rede ich über meinen Freund Watson. Mein Freund Watson ist von der IBM. Und mein Freund Watson ist bitte nicht eine Kiste. Eigentlich ist mein Freund Watson momentan, sind eigentlich 140 Freunde. Das sind einzelne Services, einzelne Algorithmen, die zum Teil auch auf unterschiedlichen Systemen laufen. Das ist mein Freund Watson. Aber bevor dass ich über ihn rede, möchte ich so ein bisschen mal, ja, ich sag mal, über die künstliche Intelligenz so ein bisschen die Lanze brechen. Als ich künstliche Intelligenz kennengelernt habe, das war so Mitte der 80er Jahre, da nannte man das, das war dann auch mein Schwerpunkt meines Studiums, Mustererkennung. Und das Wort will ich jetzt einmal umdrehen. Das ist nämlich künstliche Intelligenz, zumindest wie sie heute verwendet wird. Ich erkenne Muster. Also nicht mehr und nicht weniger. Das haben wir damals schon auch versucht. Wir haben auch schon so einen Kasten gehabt mit vier Rädern dran und den haben wir von einer Wand zur anderen fahren lassen. Und leider hat er das Stuhlband, das in der Mitte war, nicht erkannt, beziehungsweise er hat es erkannt, aber nicht schnell genug. Ja, heute haben wir die Rechenleistung, dass wir die Algorithmen, die wir damals schon entwickelt haben, besser bearbeiten können. Und heute könnte das Auto wunderbar am Stuhlbein vorbei und von einer Wand zur anderen kommen. So haben wir damals angefangen, in der Mustererkennung. Ja. Wenn ich über kognitive Services rede, würde ich einfach sagen, ich rede mal über ein paar Beispiele. Das erste, Request for Solution. Wir erleben bei der Produktentwicklung und auch bei der Innovationsmanagement, Produktentwicklung, da kommt vielleicht die Anfrage vom Kunden rein, Innovationsmanagement, da kommt eher die Idee aus dem Unternehmen heraus. Erleben wir aber auch eine Phase in jedem Unternehmen, da wird eine Hundertschaft, ja, vielleicht auch nur ein paar, an Studenten eingestellt, die machen nichts anderes als intelligente Recherche für Produktentwicklung, Innovationsmanagement. Das heißt also, die wirklich in Wikis, in internen Datenbanken, in Patentsystemen etc. suchen und hoffentlich dann auch rausfinden, okay, da gibt es schon einen Wettbewerb, der sich damit beschäftigt, oder hier haben wir eine super Ergänzung für diese Produktanfrage des Kunden und so weiter. Also das zum Beispiel, dort werden überhaupt bei der Suche wird der Watson mit seinen Services entsprechend eingesetzt. Gehen wir zum anderen Thema, Serviceprozesse. Und dann erzähle ich mal was aus meinem eigenen Leben. Ich habe vor kurzem eine E-Mail bekommen vom Automobilhersteller. Ich interessiere mich tatsächlich momentan gerade für einen Nachfolger. Da wollte ich eine Probefahrt vereinbaren und da gab es einen Button, Probefahrt vereinbaren. Und kaum drücke ich die, geht der Browser auf und was für eine schöne Fehlermeldung kam, 404, Funktion nicht vorhanden. Also habe ich die E-Mail beantwortet mit den Worten, das hat nicht funktioniert. Ich bekam am nächsten Tag einen Anruf, ich fand es ja toll, ne? Am nächsten Tag hat man sofort angerufen, da wurde ich gefragt, ob ich den Newsletter abbestellen möchte. Das war nicht meine Kritik. Ja? Ich habe eigentlich gesagt, hey, der Button, Probefahrt hat nicht funktioniert. Also das kann man besser machen und vermeide dann natürlich auch dieses Potenzieren der Verärgerung. Ne? Die erste Verärgerung war, funktioniert nicht. Die zweite, Gott, reagiert keiner. Die dritte, die kommt mit einer vollkommen falschen Frage. Nein, es gibt wirklich mit Watson zum Beispiel natürliche Sprache erkennen, aber auch sowas wie Stimmung, dass man der E-Mail wirklich entnehmen kann, mit welcher Stimmung hat der Herr Habe denn da geantwortet? Dann sieht man dann auch noch, das kann auch Watson erkennen, okay, welche Wortwahl war da drin und was war denn eigentlich sein Anliegen? Und jetzt stellen Sie sich vor, der Watson sagt dann einfach einen Prozess, hier, da muss die Lady anrufen und einfach sich melden und sagen, ja, Habe, sorry, das hat nicht geklappt jetzt mit dem Button, aber Sie wollen ja eine Probefahrt und welchen Typ geht es denn, wann wollen Sie Probefahrt haben? Dafür bin ich da. Hey, wow, das wäre doch viel besser. Das können solche Systeme. Ein ganz anderes Thema, hat was mit Älterwerden zu tun oder ich möchte einfach länger selbstständig in der Wohnung leben, dass man heutzutage hergeht und sagt, ja, also Muster abzubilden, Raster zu bilden für Menschen und für ältere Menschen, das ist sehr schwer und das zu programmieren und auch zu pflegen, ist fast nicht möglich. Und da ist es sehr gut, wenn man kognitive Systeme hat, die mit der Zeit auch lernen, damit umzugehen. Da fängt man beispielsweise an mit dem Raster, ältere Menschen gehen zwischen 20 und 23 Uhr zu Bett. Und wenn eine Abweichung entsteht, dann kann man dann sagen, okay, ich muss einen Pflegedienst alarmieren oder es geht um eine andere Abweichung, dann ist es von mir aus der Hausmeister oder ich muss sogar die Security alarmieren. Und solche kognitiven Systeme lernen dann mit der Zeit und stellen fest, dieser eine spezielle ältere Mensch, der geht genau um 22.30 Uhr ins Bett. Und wenn er dann davon abweicht, dann kann ich entsprechend reagieren. Und das gilt wirklich für den gesamten Tagesablauf. Diese Sensoren gehen also wirklich vom Aufstehen übers Frühstück auch zu Themen wie, trinkt der ältere Mensch auch genug?
Das Thema kenne ich so wie meine Eltern. Heiße Diskussion jedes Mal, dass man auch sowas entsprechend mit Parametern abfragt und dann entsprechende Prozesse, Pflegedienst und so weiter ansteuert. Jetzt könnte man sich denken, von was redet der da? Das ist doch bestimmt irgendwas aus Japan oder dem Westen Amerikas. Nee, nee, das ist wirklich etwas, was auch schon seit Januar hier in Deutschland getestet wird, so an mehreren hundert Appartements. Ich denke, das ist eine Versicherung, sogar zwei Versicherungen, die das ausprobieren. Mehr dürfen wir leider noch nicht drüber sagen, aber es wird tatsächlich hier in Deutschland schon ausprobiert. Ja, und zu guter Letzt, weil es halt einfach so eine schöne Präsentation war, vor kurzem war ein Kollege von IBM bei uns und hat mit dem BMW i8, allerdings in der Größe leider nur, also war Modellauto, das war aber gestrickt mit Kameras, mit Sensoren, hat er wirklich einfach mal den Prozess vorgeführt. Der Wagen baut einen Unfall, A muss sich natürlich vielleicht Sanitäter, Polizei etc. alarmieren, aber er hat sich auch gleich darum gekümmert, um die Schadensregulierung gleich einzuleiten, weil er einfach aufgrund der Kamera schöne Bilder gemacht, schöne Bilder ist gut, und einfach erkannt hat, welche Art von Schaden ist, und hat dann einfach auch sofort die Ergebnisse zurückbekommen, die da heißen, sag mal deinen Unfallgegner, er soll sich an die und die Stelle melden, er darf einen Leihwagen nehmen etc. pp. Ja, solche Systeme kann man entsprechend anstoßen. So, was leisten wir als Agentbase hier für Sie? Am Anfang hören wir zu. Wir hören dem Fachbereich zu, wir hören der IT zu. Manchmal reden die nämlich nicht so gerne miteinander. Und wir sagen auch beiden, hey, ihr nehmt euch nicht gegenseitig was weg, sondern die einen beherrschen den Prozess und die anderen bitte die Implementierung. Was wir aber auch durchführen, sind natürlich Workshops. Wir analysieren auch den Sachverhalt, der sich da ergibt. Wenn es sein muss, machen wir auch sowas wie Proof of Concept, das muss nicht immer sein bei einer Kleinen von einem Projekt. Wir geben Empfehlungen, gerade was die Integration angeht, wir implementieren und wir monitoren das Ganze. Man kann aber auch sagen, dieser Kreis, der endet eigentlich nie. Und das ist ein wesentliches Merkmal von Geschäftsprozessmanagement. Geschäftsprozesse mit ihren Regeln auch zusammen mit den kognitiven Services, die leben. Ja? In dem Moment, wo Sie das erste Mal einen Prozess digitalisiert haben, können Sie schon an die Version 2.0 denken. Ja, weil sie einfach auf neue Erkenntnisse kommen und das entsprechend unterstützen wir. Um mal so ein bisschen aus unserem Innersten zu plaudern, warum haben Geschäftsprozessmanagement-Projekte denn so einen schlechten Ruf? Weil die meisten Menschen denken, das ist zu teuer, das dauert zu lang, ich kriege kein ROI, ich komme nie zum vernünftigen Ergebnis. Das sagen wir falsch. Und es ist auch keine Frage des Budgets. Das Geld ist meistens da, es wird ja gern für andere Dinge ausgegeben. Aber wir empfehlen dann einfach zu sagen, nehmt doch bitte nicht den kritischen Prozess, an dem sich eh schon alle abarbeiten, wo eh schon, wenn ich den Namen nur in den Mund nehme, schon wieder so einen Hals kriege. Nee, geh mir in den Fachbereich, nehme kleinere Prozesse. Ich sollte so einen Prozess in 1 bis 3 Wochen aufgenommen haben, analysiert haben, in der 4. Woche denke ich über die Optimierung nach. Und dann habe ich vielleicht 3, 4 Wochen für die Implementierung und dann ist gut. Dann habe ich auch einen schnellen und guten ROI und ich kann auch noch glänzen bei meiner Geschäftsleitung. Aber nichtsdestotrotz haben wir zugehört und haben also festgestellt, wir müssen unseren Kunden was Besseres bieten. Und deswegen haben wir es jetzt, und das ist heute Premiere, das stellen wir heute vor, das dürfte in Deutschland auch eins der wenigsten Angebote sein, die so angeboten werden können. Und zwar haben wir gesagt, wir haben unsere Process Data Suite. Wir möchten einfach, dass Sie Ihre Prozesse schnell und einfach beginnen können. Und das nennen wir 3 in 1. Das heißt, Sie bekommen Ihren wichtigsten Prozess digitalisiert, den richten wir Ihnen ein, wir supporten das Ganze, wir schulen Sie auch, wir führen dann auch noch so Maintenance über das ganze Jahr hindurch, weil die dazugehörige BPM Engine natürlich dann auch neue Releases hat und das Ganze läuft auf einer professionellen, auf einer sehr ausgereiften BPM-Engine und die nennt sich IBM BPM. Das heißt, Sie haben einen Prozess, einen Preis. Nicht mehr und nicht weniger. Keine Diskussion über eine strategische Plattform, sondern Sie können wirklich in Ihrem Fachbereich Ihren einen Prozess digitalisieren lassen. Was das jetzt so konkret für Sie bedeutet, das sollten wir individuell sehr einzeln natürlich besprechen. Deswegen lade ich Sie ein, das ist die zweite Reihe, Stand F5. Meine Kolleginnen, die gerade hier stehen, und mein Kollege stehen gerne für Sie zur Verfügung. Ich natürlich auch und beantworten hier entsprechend Ihre Fragen. Aber wir haben jetzt auch noch genug Zeit für die Fragen hier zu beantworten. Aber erstmal vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Ja, vielen Dank auch, Herr Habe. Ich bin sehr guter Einblick in das, wie man Prozesse weiter und schneller noch ein bisschen optimieren kann. Da sind Fragen von Ihnen. Da liegt noch ein bisschen Zeit. Wir liegen ganz super im Zeitplan. Von daher gerne jetzt und sofort für alle. Oder auch, wie Sie schon gesagt haben, auch bei Ihnen direkt am Stand. Gerne jetzt. Sieht erstmal noch nicht so aus. Dann habe ich eine Frage an Sie. Wer ist schon alles dabei, Prozesse zu digitalisieren? 3, 4. Die anderen sind schon alle fertig? Okay. Das ist schön. Ich darf Sie dann einladen, zu uns zu kommen. Ja? Sie können gerne den Vortrag auch entsprechend von uns zugesandt bekommen. Auch das, was ich erzählt habe mit dem 3 in 1. Aber das spiegelt so ein bisschen wieder, was wir auch bei unseren Kunden so erleben. Ja. Die digitalisieren, haben Sie da eine Process Engine schon ausgesucht? Okay, jetzt bin ich ja fast geneigt zu fragen, wie schaut die Digitalisierung aus? Handmade. Okay, das heißt, Sie programmieren selber? Okay, ich stehe. Okay. Bei uns ist es sehr klassisch gewesen, dass wir erstmal alle Papierprozesse versuchen abzuschaffen. Zum einen war das einmal, dass wir anstatt einen Reiseführer versenden, ihn halt als PDF per Mail schicken zum Beispiel. Alle Kunden, die mir erzählen, dass sie Prozessdigitalisierung durch Mail versenden machen, sind herzlich willkommen. Das sind meine Lieblinge. Ne? Weil da fängt es an. Also den Prozess mit Materialstamm ist nichts anderes als eine intelligente Excel, die mittlerweile von keinem mehr betreut werden kann, weil keiner mehr weiß, wie sie programmiert wurde, die, glaube ich, 180 Auswahlkriterien hat und die sich selber routet. Ne? Wahnsinn. Und das muss man natürlich durch bessere Systeme abbilden. Also herzlich willkommen. Stand F5. Danke nochmal und schönen Tag. Viel Erfolg hier. Danke Ihnen auch.